Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben in dieser Legislaturperiode fast Historisches vollbracht, was wir in diesen 4 Jahren durch unsere umfänglichen Pflegereformen auf den Weg gebracht haben. Und das kommt auch den Pflegemitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugute. Und ich möchte es hier auch einmal sagen, ich möchte den Hut ziehen vor denen, die jeden Tag ihre Leistung bringen in der Altenpflege, in der Krankenpflege. Das ist bemerkenswert. Das ist fachlich hochqualifiziert, mit viel Empathie und mit viel Herzensbildung. Dafür darf man auch einmal Danke sagen an dieser Stelle. Wir haben viel in dieser Legislaturperiode vollbracht für die Pflege. Wir haben im Pflegestärkungsgesetz 1 bereits zusätzliche Betreuungs- und Aktivierungsangebote geschaffen. Wir haben diese Angebote auf alle Pflegebedürftigen ausgedehnt. Wir haben eine neue Bemessungsgrundlage geschaffen, sodass über 45.000 zusätzliche Betreuungskräfte in stationären Einrichtungen zur Verfügung stehen. Und das ist eine Riesenentlastung. Und das bringt mehr Hände für die Pflege. Und darauf können wir entsprechend stolz sein. Das verbessert den Pflegealltag für die Pflegekräfte, aber auch für die Pflegebedürftigen. Außerdem ein ganz wesentlicher Beitrag, der geleistet wurde. Wir haben geregelt, dass bei Vergütungsverhandlungen zwischen Pflegekassen und Pflegeeinrichtungen das Zahlen von Tariflöhnen nicht als unwirtschaftlich eingestuft werden darf. Das führt dazu, dass Tariferhöhungen auch wirklich. Wir mussten es auf jeden Fall gesetzlich regeln. Und deshalb sage ich ja, wir haben in dieser Legislaturperiode mannigfaltige Dinge vollbracht, auch dass mehr Lohn in der Pflege gezahlt wird. Und das, was wir im PSG 1 für die tarifgebundenen Unternehmen geschaffen haben, haben wir im PSG 3 auch für die nicht tarifgebundenen gelöst. Und es wird so sein, dass also in den nächsten Monaten und in wenigen Jahren das Zahlen von Tariflohn in der Pflege der Standard sein wird. Und dafür haben wir gesorgt. Im Pflegestärkungsgesetz 2 haben wir der Selbstverwaltung den Auftrag erteilt, bis 2020 und jetzt ein wissenschaftlich abgesichertes Verfahren zur Personalbemessung zu entwickeln. Damit soll künftig festgestellt werden, wie viel Pflegekräfte die Einrichtung für eine gute Pflege brauchen. 2020, diese Jahreszahl ist mir schon bewusst. Aber wenn man es wissenschaftlich fundiert machen will, braucht man diese Zeit für ein ordentliches Ergebnis. Wir haben 2015 mit dem Strukturmodell flächendeckend eine vereinfachte Pflegedokumentation im ambulanten wie im stationären Bereich eingeführt. Bürokratie senkt Motivation und verbraucht Zeit, die eigentlich für die Pflegetätigkeit dringend gebraucht wird. Mit dem Bürokratieabbau ermöglichen wir wieder mehr Zeit am Bett für die Pflegekräfte. Und wir haben klargestellt, dass die gewonnene zeitliche Entlastung für die Pflegekräfte nicht durch Personalkürzungen kontra werden darf. Wir haben in dieser Legislaturperiode eine Vielzahl von Maßnahmen zur Verbesserung der beruflichen Situation in der Pflege auf den Weg gebracht. Wir haben gute Rahmenbedingungen gestaltet. Wir haben die Umsetzung der Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive in der Altenpflege auf den Weg gebracht. Den Mindestlohn möchte ich hier erwähnen. Und die Aufwertung der Pflege durch eine wissenschaftlich fundierte Weiterentwicklung der Qualitätsinstrumente, insbesondere dadurch, dass wir in Zukunft die Ergebnisqualität stärker betonen
Und wir haben die Förderung und Vermittlung von Pflegekräften aus dem Ausland gestärkt. Bereits nach geltendem Recht können in den Landesrahmenverträgen Verfahren zur Ermittlung des Personalbedarfs oder zur Bemessung von Pflegezeiten vereinbart werden. Bislang werden in den Ländern allerdings nur Richtwerte vereinbart. Im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes sind diese Rahmenverträge nun entsprechend anzupassen und auf die Pflegegrade hin neu auszurichten. Dies betrifft auch die Vorgaben zur Personalausstattung in Pflegeeinrichtungen. Meine Damen und Herren, wie Sie sehen, nimmt diese Koalition die personellen Herausforderungen im Pflegebereich ernst und sorgt mit umfangreichen Maßnahmen dafür, den Pflegeberuf zu stärken, die Rahmenbedingungen zu verbessern und mehr qualifizierte Fachkräfte für die Altenpflege zu gewinnen. Diese Maßnahmen müssen aber nun einmal etwas Zeit haben, um ihre entsprechende Wirkung zu entfalten. Und wir wissen alle, die wir hier im Plenum sind, dass in Sachen Pflegepersonal auch über diese Legislaturperiode hinaus Handlungsbedarf besteht. Zum Beispiel, indem wir auch die Ausbildung der Pflegehelfer stärken und ihre Kompetenzen erweitern. Wir werden uns weiter darauf konzentrieren, die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern. Das haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege verdient. Wir müssen die Rahmenbedingungen so gestalten, dass der heute in der Pflege arbeitet oder eine Ausbildung in der Pflege macht, Rahmenbedingungen vorfindet, dass er mit Freude bis zur Rente in diesem Beruf arbeitet. Das ist unser Ziel, und daran arbeiten wir in dieser Koalition. Vielen Dank. Danke, Herr Rüttel. Darf ich Sie noch mal auf ein visuelles Moment hinweisen? Wenn Sie reden und dann leuchtet da so ein Licht auf und dann steht da Präsident, dann denken Sie sich Präsidentin, dann heißt es, Ihre Redezeit ist vorbei. Herr Rüttel, nächstes Mal halten wir uns dran. Dankeschön. Nächste Rednerin, Pia Zimmermann für Die Linke.